Nochmal herzlichen Dank an alle drei. Ich glaube, wir haben ein breites Tableau über die NATO zu Zeiten des Kalten Krieges vor uns. Und womit Erhard Brummer aufgehört hat, nämlich die Fragestellung, welche der Schlussfolgerungen, welche der Lehren, welche der Weiterentwicklung des Miteinanders sollten wir eigentlich auch für die heutige Zeit wieder im Kopf haben und wiederbeleben, könnte vielleicht auch eine Leitschnur sein für unsere Debatte, da Friedenspolitik ja leider immer häufig so agiert, als würde sie wieder neu erfunden werden, lohnt sich es, dass wir uns quasi des Erbes besinnen, was schon einmal erarbeitet worden ist, um zu schauen, was können wir daraus heute machen. Und leider kam mir vieles sehr notwendig für heute vor. Aufgrund der vielen Fragen, die im Raum stehen, würde ich jetzt in umgekehrter Reihenfolge den Referenten das Wort dazu geben. Erhard, magst du anfangen? Ja, gern. Also Bruchlinien USA und Russland. Also ich glaube, der Ausgangspunkt muss immer wieder sein, sich an die Geschichte der USA zu erinnern, die gegründet worden ist von allen möglichen christlichen Sekten, die in Europa verfolgt wurden. Und das Land, das sie da aufbauen, ist die leuchtende Stadt auf dem Berge, die Verheißung der Heiligen Schrift. Sie sind der Höhepunkt der Menschheitsentwicklung. Die Besten aus der ganzen Menschheit kommen dorthin. Das sind die Vereinigten Staaten. Dieser missionarische Glaube gilt doch bis heute, wenn der Präsident vereidigt wird, die Hymne gespielt wird, alle haben die Hand auf dem Herz, die Fahnen flattern. Und wenn wir das hier in Deutschland machen würden, dann seid ihr verrückt. Kommt jetzt hier schon wieder der Nationalismus. In den USA ist das ganz selbstverständlich, das gehört dazu. So, da gibt es diese christliche Variante und dann gibt es natürlich noch die säkulare. Also die amerikanische Verfassung der Staaten sind von lauter Freimaurern gegründet worden, mit George Washington an der Spitze. So, das sind die Vereinigten Staaten und die verstehen sich selbst als das geborene Zentrum der Macht und der Welt. Alles andere ist die Ableitung dessen. So, Russland, in der amerikanischen Perspektive hat Russland in Gestalt der Sowjetunion den Kalten Krieg verloren und ist eine Regionalmacht. Das ist ja das, was Obama tatsächlich gesagt hat. Und die waren nun völlig erschreckt, dass Russland, als nun die Ostausdehnung sozusagen aus dem alten Cordon Sanitaire rausgenommen und bis in die alten Gebiete Russlands vorangetrieben wird, in Gestalt der Ukraine und Georgiens, hat Russland nun reagiert und jetzt stellen die plötzlich fest, diese wollen wieder Macht sein, das steht ihnen nicht zu. Also das ist der Hintergrund. Und was die Bruchlinien anbetrifft und die Eigeninteressen der verschiedenen Staaten, also ich habe ja gestern Abend schon gesagt, ich wiederhole das nochmal, nach meinem Verständnis macht dieses Deutschland, gestützt auf die Europäische Union, inzwischen Geopolitik. Das, was Frau Merkel für Diplomatie macht im Verhältnis zu Amerika und Ukraine und Russland, und gegen den Willen der Amerikaner das Minsk-Abkommen machen und dann Putin möglichst dazu zu kriegen, dem zuzustimmen und so weiter und so fort. Das ist deutsche Politik zur Neuordnung im Osten. Und zwar eigene. Die Amerikaner brauchen sie als Rückendeckung, das ist sozusagen der ultraimperialistische Kontext, aber es ist eine eigene deutsche, / europäische Politik, die kriegt jetzt so ein Mäntelchen an, es geht um Werte. So. Und dann hinzu kommt ein Punkt, den wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, der ganz wesentlich ist für das Verständnis dessen. Ich sage mal etwas verkürzt. Gorbatschow und die anderen, die in Moskau das Ende des Kalten Krieges betrieben haben, die sind davon ausgegangen, dass der Systemunterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus der Kern des Kalten Krieges ist. Und dann stellten die nach 1991 plötzlich fest, dass die antirussische Ausrichtung der Politik des Westens überhaupt nicht aufgehört hat. Da muss man aber wissen, dass es eine tiefe antiwestliche Grundposition Frankreichs und Großbritanniens gibt, die schon 1815 mal mit Metternich zusammen vereinbart wurde und dann sich nach dem Krimkrieg 1856 verstärkt hat. Und dann in der Zeit war Deutschland und Preußen, also Preußen dann Deutschland immer Verbündeter Russlands. So, dann gibt es durch die Dummheit des deutschen Kaisers und der ihm zugehörigen Regierungen dann Ende des 19. Jahrhunderts eine verkehrte Konstellation, dass dann plötzlich Frankreich mit Russland verbündet sind und Deutschland steht alleine dazwischen. So, da war aber die Situation für Russland, dass Frankreich und Großbritannien seine verbündet waren und Deutschland und Österreich irgendwann der Feind. So, jetzt guckt Russland raus und stellt fest, Deutschland, Frankreich, Großbritannien plus die USA.
USA sind alle gegen Russland verbündet und sie sind alleine. Und deswegen vollziehen sie jetzt ihre Wendung nach Asien und mit BRICS und mit China, um dadurch ein strategisches Hinterland für die neue Auseinandersetzung mit dem Westen zu haben. So, deutsche Politik nach 45, nur eine Bemerkung. Ich teile diese Ultra-Imperialismus-Position insofern, dass es eine Grundposition gibt, nie wieder alleine, also aus deutscher Sicht, des deutschen Kapitals, der deutschen Bourgeoisie, sondern immer im Bündnis mit anderen. So, und freie Wahl in diesem Sinne. Und ansonsten ist natürlich in Rechnung zu stellen, beide deutsche Staaten sind unter der Voraussetzung der Besatzungsherrschaft entstanden. Also am Ende haben, selbst im Deutschlandvertrag 52, 54, ist festgeschrieben, dass die Souveränitätsrechte, die drei Besatzungsrechte der Bundesrepublik Deutschland zugebilligt hatten, rückholbar sind. Und mit der DDR und ihrer Souveränität in der Sowjetunion war es genauso. Beide deutschen Staaten sind bis zum 2+4-Vertrag nicht souverän gewesen. Und insofern sind ganz viele Entscheidungen, die in dieser Zeit gefallen sind, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass man nicken musste. Wenn man so mit alten Sozialdemokraten redet, die in West-Berlin in der Senatskanzlei im Vorzimmer des regierenden Bürgermeisters saßen in der Zeit des Kalten Krieges, erzählen dem einen, dass da auch die drei Verbindungsoffiziere der Stadtkommandanten saßen, die letzte Entscheidung hatten, was da gemacht wurde. Genau wie bei der DDR-Regierung natürlich immer die Verbindungsleute der Sowjetunion saßen. Das war die reale Situation bis 90. Danach gibt es dann sozusagen die freie Entscheidung, dieses bürgerlichen Deutschlands seine eigene Weltpolitik. Ja, ich bin dankbar für die Frage. Aus dem, was ich dargestellt habe, nämlich die Aggressivität der NATO, den aggressiven Charakter, abzuleiten, dass es heute nicht anders ist. Also was humanitäre Intervention anbetrifft, was R2P anbetrifft, in der Tat ist es so. Es geht in eins über. Warum ist mir das wichtig, dass das nochmal dargestellt wird? Weil ich festgestellt habe, dass wir in der Friedensbewegung und auch andere davon sprechen, dass die NATO nach 1990 angeblich seinen Charakter geändert hätte. Aus einem Verteidigungsbündnis sei ein Aggressionsbündnis, ein Angriffsbündnis geworden. Und mein Anliegen war es heute darzustellen, dass die NATO von Anbeginn an ein Angriffsbündnis ist und nie ein Verteidigungsbündnis war. Das war das, weshalb ich mich in diese Materie so reingekniet habe, versucht habe, das auch in diesen Details deutlich darzustellen, damit das als Inhalt mitgenommen werden kann. Und das Zweite war die Frage, warum hat die NATO so ein hohes Ansehen? Das hängt mit dieser Geschichte zusammen. Wenn wir hier erzogen worden sind nach 1945 in dem Bewusstsein, dass die Russen die Bösen sind, vor denen man sich schützen muss und dafür wir eine große, dicke, starke NATO brauchen, dann sind die Russen und die sind jetzt die Bösen und die NATO sind die Guten. Und das setzt sich einfach so fort. Also wir sind am Kernproblem der gesamten ideologischen Grundlagen der deutschen Außenpolitik und der westlichen Außenpolitik. Damit sind wir beschäftigt. Und müssen uns über den Charakter dieser westlichen NATO-Außenpolitik völlig im Klaren sein. Sie ist aggressiv, sie war aggressiv und ist es bis heute und plant die Aggressivität weiter aufrechtzuerhalten. Und jetzt die abschließenden Worte in dieser Runde. Finanzmärkte Großbritannien, Frankreich, BRD, ganz kurz, dazu kann ich nicht viel sagen, bin ich kein Experte. Da muss man jemanden fragen, der dieser die doch bewandert hat, ist. Ich stimme Herrn Krumme zu, keine Wahl, Westdeutschland, Ostdeutschland, ja, natürlich, Deutschland war besetzt nach dem Krieg, zu Recht besetzt, in verschiedene Zonen aufgeteilt, es gab keine Wahl. Und die deutsche Elite, also die westdeutsche Elite, fand das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, die Westorientierung. Im Gegenteil, ich habe ja gerade dargelegt, man hat zweimal einen Weltkrieg verloren und zweimal auf die Nase bekommen und die Erkenntnis war, besser mit den Alliierten als gegen sie. Die Welt ist groß genug, man kann sie auch gemeinsam aufteilen. Es gibt auch so kleine Hinweise, wie Ende des Zweiten Weltkrieges, in den letzten Monaten, gab es noch verstärkte Bemühungen,
sowohl aus der Rhein der Reichswehr als auch der politischen Ebene an Hitler vorbei, mit den Westalliierten sozusagen einen Mussi Wendi zu finden, um dann die Wehrmacht weiter gegen die Sowjetunion zu wenden. Das heißt, schon gegen Ende des, als sich das Ende des Zweiten Weltkriegs abzeichnete, gab es eine Westorientierung gewisser Eliten in Deutschland, im Deutschen Reich seiner Zeit, was es nochmal unterstreicht. Der Punkt Image der NATO. Ja, die NATO war während des Kalten Krieges für Westdeutschland die Rückversicherung einer Sicherheit. Das hat sie mit rübergenommen, Tobias, bis heute. Ich erinnere mich, ich hatte mit einem serbischen Diplomaten vor einigen Jahren gesprochen und gefragt, wie er das sieht mit der NATO-Mitgliedschaft. Meinte er, naja, wenn wir in die NATO gehen, werden wir von ihr nicht angegriffen. Ganz einfache Logik. Also tritt den Hexenkessel bei, da bist du auch nicht Opfer. Und das wird jetzt vielleicht bei Deutschland nicht der Fall sein, aber es zeigt die Logik von einigen Staaten in der Peripherie Europas, also Bulgarien, Rumänien und so weiter, wie sie denken. Und wie ihnen auch vorgeführt wird, was wirklich passiert, wenn sie nicht auf Spur sind. Und es ist auch wieder interessant, dass gerne eine Verbindung geschaffen wird. Wenn du in die EU möchtest, ist es nicht ganz verkehrt, wenn du jetzt vor die NATO eintrittst. Das wird immer auch in der vorhandenen Hand ausgesprochen. Also beides. Erst NATO-Mitgliedschaft, dann die EU-Mitgliedschaft. Und hat an diesem Beispiel jetzt Serbien gesagt, wir können nicht in die NATO beitreten, weil wir bombardiert worden sind. Aber unterhalb der offiziellen Beitrittsebene machen wir alles, was die NATO will. Es gibt also seit 3 Monaten einen Vertrag, in dem Serbien sämtliche militärische Infrastruktur für die NATO geöffnet hat. Unterhalb der Ebene einer Vollmitgliedschaft. Und die NATO hat bis heute in der Bevölkerung ja ein positives Image auf den ersten Blick, aber wir haben auch eine starke Entpolitisierung der Gesellschaft zu beobachten. Was ist gerade angesprochen, Dagmar? Wieso kommen nicht viel mehr Leute hier hin, jüngere Leute auch hier hin? Also wir sind natürlich alle jung, keine Frage. Also so richtig junge Leute, so 20, 25 Jahre. Aber warum eigentlich nicht? Was macht die Friedensbewegung verkehrt? Was macht die Linke verkehrt? Weil Umfrageergebnissen zu Auslandseinsätzen oder Rüstung sprechen die regelmäßig 60-85% dagegen aus. Wieso kriegen wir als Linke nicht entsprechend 60-85% der Parlamentssätze? Ja. Weil der Frieden kein Thema ist. Ja, weil der Frieden kein Thema ist. Wir haben das Problem, dass wir im Deutschen Bundestag 92% der Abgeordneten für Auslandseinsätze stimmen. Die 8% sind wir, die dagegen stimmen regelmäßig. Wir sozusagen repräsentieren die Mehrheitswillen der Gesellschaft in dieser Frage, in anderen Fragen wahrscheinlich nicht. Aber wir werden nicht entsprechend gewählt. Umgekehrt die Frage, wenn wir diese Position nicht vertreten würden, so dezidiert wie wir sie vertreten, stellt sich die Frage, wie viel wir dann noch verlieren würden. Denn wir werden ja nicht nur aus dem sozial schwachen Milieu gewählt, aus dem, was man sozusagen als Prekariat bezeichnet, sondern wir werden auch von Leuten gewählt, die in vielen politischen Fragen unpolitisch sind, aber in der Friedensfrage weit ins Bürgertum hinein doch pazifistisch sind. Und ich glaube, die würden wir damit ganz gewaltig verschrecken. Das ist das, was die Grünen verloren haben, die jetzt zu uns gekommen sind. Und da ist es auch vor diesem Hintergrund eine wichtige Frage, können wir es uns überhaupt leisten, als Linke in dieser Frage uns aufzuweichen? Und ich habe, Frau Dulfer, ich war ja bei Ihnen da in der Schule, 1989 gab es in der Schule ein größeres politisches Bewusstsein. Ich war vor ein paar Monaten, war ich da mal an der Gymnasium gewesen, habe da einen Vortrag gehalten und da war eine Ansammlung von Spießern, Schülerspießern, das war unglaublich. Und die Friedensfrage dort, die wurde wesentlich kontroverser gehandhabt als noch zu meiner Zeit, als ich auf meinem Gymnasium war. Und das geht zusammen mit dem Punkt von der Körperstiftung. Die ja vom Auswärtigen Amt ist ja eine, fürs Auswärtige Amt eine Studie angefertigt zum Thema Verantwortung, Deutschlands Verantwortung in der Welt und so weiter. Da haben sich die Mehrheit der Befragten in dieser Studie gegen Auslandseinsätze ausgesprochen. Deutlich wurde aber, Menschen unter 30 sind wesentlich offener dafür als Menschen über 30. Das hat auch damit zu tun, dass seit 20 Jahren immer und immer wieder von mehr Verantwortung gesprochen wird, die Deutschland umsetzen muss. Natürlich im Bündnis mit der NATO, die NATO etwas Gutes ist. Natürlich Menschenrechte, humanitäre Intervention, was Sie gesagt haben, Frau Wülfer. Wir wollen immer nur das Beste und uns geht es ja auch gut. Und wenn man aber tiefer fragt, dann fällt den Leuten schon auf, naja, das war vielleicht doch nicht so gut, was die NATO gemacht hat. Aber Menschen sind weitgehend entpolitisiert. Das ist auch eine, ja, im Sinne des Kapitals, im Sinne der Herrschenden, dass Menschen weitgehend entpolitisiert sind und dem folgen, was gesagt wird. Abschließend, was haben wir noch? Ja, genau, nationale Interessen in der NATO und der Austritt Frankreichs aus den militärischen Strukturen. Ja, wir sind eben nicht aus den politischen Strukturen ausgetreten.
Es gibt natürlich bei Großmächten wie Frankreich oder Deutschland oder Großbritannien, ja vielleicht bei denen weniger, aber Deutschland und Frankreich, auch ein Konkurrenzverhältnis zu den USA. Das gab es auch schon während des Kalten Krieges, natürlich weniger stark ausgeprägt. Aber es wird immer genau überlegt, ob es Sinn macht, diese oder jede politische Entscheidung gegen die USA zu forcieren oder ob es eher Sinn macht, sich unterzuordnen mit den USA gemeinsam. Im Ukraine-Fall ist jemand, wo offensichtlich ein Konkurrenzverhältnis entsteht zwischen Berlin und Washington um den Einfluss in Kiew. In anderen Fragen zieht man einen Strang. Das ist ja vielleicht ein dialektisches Verhältnis, das kein Widerspruch sein muss, sondern das Ergebnis zählt. Und das Ergebnis ist die Frage, wie machen wir es am besten? Wie kommen wir am besten zu diesem Ergebnis hin? Da sind beide Möglichkeiten gegeben. Kooperativ mit den USA, also unterordnet kooperativ, oder auch in Konkurrenz. So, das war es zu den Fragen, die mir gestellt wurden. Danke. Ja, danke für die disziplinierte Antwortrunde. Es gibt jetzt nochmal eine zweite Möglichkeit für Kommentare und Anmerkungen. So, danke für all die Beiträge und kreativen Ideen. Ich werde jetzt wieder mal der Abwechslung halber die Reihenfolge verändern und würde Alexander als erstes die Möglichkeit geben, auf die Stellungnahmen oder Fragen einzugehen und vielleicht verknüpft mit dem kurzen Schlusswort. Ja, ich habe jetzt zwei Fragen aufgeschrieben. Einmal Europa als Drohne oder die europäischen NATO-Staaten als Drohne der USA und die Souveränität Deutschlands. Man hört immer wieder, dass es Zweifel an der Souveränität Deutschlands gibt. Das halte ich für falsch. Wir sind mit dem 4+2 oder 2+4 Vertrag, den wir auch nennen mal, voll souverän. Das ist der Punkt. Die Frage ist nur, was macht eine Regierung mit dieser Souveränität? Das ist eine andere Frage. Niemand zwingt Frau Merkel, sich den USA zu unterwerfen und die Bundesregierung. Macht sie aber. Schauen wir zum Beispiel jetzt dieser NSA-Skandal. Sie sagt, das hört man aus allen Reihen der CDU, Safety First. Sie sagt also, die Sicherheit Deutschlands vor Terrorangriffen etc. müsste unter allen Umständen gewahrt werden. Daher sei es absolut notwendig, dass wir mit der NSA kooperieren. Das bedeutet eben auch, dass wir nicht nur Partner der NSA sind, sondern auch Opfer der NSA. Das ist der Preis, den die Bundesregierung zu zahlen bereit ist. Das ist also keine formal souveräne Frage, sondern nur eine politische Frage, wie sie das bewertet. Wir sind also formal souverän, aber die herrschende Klasse nutzt die Souveränität. In gewissen Momenten nicht, in anderen Stellen ja. Also auch hier wieder das Unterwerfungsmuster versus Konkurrenzmuster, was hier wirkt. Jener Fall. Ich möchte einfach für diese Regentenbildung warnen, dass wir sagen, wir sind nicht souverän, wir sind besetzt. Nein, wir sind nicht besetzt und wir wollen, dass die Amerikaner hier sind. Das ist der Punkt. Also wir jetzt nicht, wir auch nicht, aber andere. Nun sind wir nicht die Entscheider, sondern das sind die anderen. Das Zweite, warum so wenig Engagement, um auf das der jungen Dame hier zurückzukommen? Ich tue es jetzt einfach mal. Also wenn man abends von der Arbeit kommt, am 8-Stunden-Tag oder 9-Stunden-Tag, ist man sehr erschöpft und man möchte eigentlich nur Ruhe haben. Wenn man Student ist, zu meiner Studentenzeit konnte ich mir die Seminare aussuchen, es gab einen Rahmen, da konnte man es aussuchen. Man konnte auch die Studiendauer verlängern, war auch ein, zwei Semester über den Regelstudiengang. Man konnte sich also auch politisch engagieren. Das ist heute nicht mehr so ein Bachelor. Man hat wirklich durchgeprügelt und man wird irgendwie nie erwachsen. Es geht wieder Schule weiter. Und das gleiche ist ja mit dem Gymnasium, mit der G9-Geschichte, G8 ist mittlerweile, die Schüler werden durchgeprügelt durch die Schulzeit. Zeit zum Spielen für Kinder, Zeit zum Nachdenken für heranwachsende Menschen ist immer weniger gegeben. Zeit zum Reflektieren, Realität zu verstehen und eigene zu bewerten wird immer weniger. Und Studenten ist ja, oder Universität ist ja auch eine Brutstätte von Widerstand eigentlich. Und das wird zunehmend weniger. Ich war letztes Jahr an der Hochschule Bonn, Rhein-Sieg heißt die, da war ich auf der Eröffnung des Wintersemesters. Ich habe noch nie so langweilige, spießige Studenten erlebt wie dort. Völlig angepasst. Komplett. Also das war zu den analogen Erfahrungen zum Anno-Gymnasium im Jahre 2014. Und wenn man sich dann noch engagiert in einer Partei oder in der Friedensbewegung und stellt dann dort fest, dass die auch noch miteinander zerstritten ist, also in der Partei es Konflikte gibt, über einen I-Punkt oder ein Komma, der richtig gesetzt werden muss, dann würde ich mir auch die Frage stellen, möchte ich lieber meine Zeit mit meinen Kindern verbringen, als mir das anzutun.
Das sind immer Realitäten, ganz klar. Das gleiche gilt auch für Friedensbewegungsgruppen, wo es dann um. Außer der CDU. Wo es dann teilweise um Kleinigkeiten geht, Bewertungskleinigkeiten, die stehen dann im Vordergrund und dann sagen sich manche Leute, nö, dann verbringe ich doch meine Zeit lieber zu Hause mit meiner Familie und meinen Freunden. Nachvollziehbar. Aber es ist politisch auch gewollt, dass Menschen sich nicht politisch organisieren und politisches Bewusstsein entwickeln. Das ist auch der Fall. Und zum Punkt Visionen, ja, das habe ich auch gerade gesagt. Annabelle. Isabelle, genau. Auch gerade gesagt. Ne? Natürlich müssten wir als Partei noch attraktiver wirken, jetzt zur Vision nach außen verkaufen. Aber auch jetzt immer noch, zwar vor ein paar Jahren viel schlimmer, aber immer noch gibt es erhebliche Rahmenkämpfe bei uns. Ne? Leider. Du kennst die Hintergründe besser. Jetzt habe ich hier noch Russland stehen. Achso, Russland und die westliche Wertegemeinschaft, der Konflikt. Ja. Warum die Menschen nicht auf die Straße gehen. 1982, als es hier in Hofgartenwiese diese Riesendemo gab, da war das Bewusstsein der Menschen, dass es einen Krieg geben könnte, der auch Deutschland komplett vernichtet. War wesentlich größer als heute. Wenn man sich die Nachrichten anhört, nämlich Statements von deutschen Politikern, dann gibt es keinen Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Es gibt einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und der Westen steht drüber als Schiedsrichter. Ergo sind wir nicht wieder rot. Sondern wir müssen versuchen, die Russen als Schiedsrichter dazu zu bekommen, dass sie sagen, okay, wir akzeptieren alles, was ihr sagt und wir wollen uns aus der Ukraine unseren Einfluss zurückziehen. Realität ist aber, dass ein Konflikt zwischen dem Westen und Russland über die Ukraine ist. Nur bei allen Statements wird eben das nicht verdeutlicht. Und weil es so ist, ist auch das Bewusstsein hier nicht da, dass wir eigentlich Konfliktpartei sind. Und zwar mindestens so sehr wie Russland, mindestens so sehr wie Russland. Und wenn dieser Konflikt entgleitet, es gab schon viele Möglichkeiten, in den anderthalb Jahren, dieser Konflikt schwelt, oder fast anderthalb Jahren schwelt, dass es hätte zum heißen Krieg werden können. Es gab vor einigen Monaten dieser Aufruf von Sicherheitspolitikern, die allein 40 Vorfälle aufgezählt haben, wo man sagen könnte, Krieg durch Zufall oder Nachlässigkeit. Dann stellen Sie sich also vor, es gibt natürlich US-Truppen in der Ukraine. Natürlich gibt es auch russische Truppen in der Ukraine. Machen Sie nichts vor. Das ist Propaganda zu sagen, es wäre nicht so. Die treffen aufeinander. Ungewollt. Und es gibt Tote. Das kann eine Eigendynamik, ich komme jetzt gleich, das kann eine Eigendynamik freisetzen, die wir alle nicht wirklich gut finden würden. Also das Bewusstsein für die Gefahr des Krieges in Europa, in der Ukraine, für Europa ist sehr, sehr groß, aber es kommt hier nicht an bei den Menschen. Dementsprechend ist das Engagement auch sehr gewollt. Danke. Ich, weil die Zeit fortgeschritten ist, nur zwei Punkte. Das eine ist die Frage der Abschreckung. Ist das eigentlich eine sinnvolle Angelegenheit? Kann man sich darauf verlassen? Das muss man in der Tat intensiv diskutieren, weil davon das gesamte Überleben der Menschheit abhängt, von dieser Strategie. Ich habe ja versucht, deutlich zu machen, dass die Abschreckung während des Kalten Krieges eine einseitige Abschreckung war. Die einzigen, die abgeschreckt haben, war die sozialistische Staatengemeinschaft oder die Sowjetunion. Die anderen waren die Angreifer, die potenziellen Angreifer. Und die Frage ist, hat diese Abschreckung wirklich funktioniert? Ja, aber nur mit Glück. Ich weiß, dass die USA-Manöver direkt vor der sowjetischen, vor Murmansk hat durchgeführt, mit Flugzeugträgern, mit U-Booten, mit Angriffsübungen und so weiter, in den 80er Jahren noch. Also einfach nur, um zu provozieren oder irgendetwas auszulösen, was dann wieder zu einer Eskalation führen kann. Das kann doch nicht eine sinnvolle oder gute Politik sein. Das darf es nicht geben. Wir sind mehrfach an einem riesigen Schlamassel während dieses Kalten Krieges vorbeigeschrammt. Durch Zufälle, Kuba-Krise kennen wir alle auch. Will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das muss vorbei sein. Wir müssen dazu kommen, dass es wieder zu einer Entspannungspolitik kommt. Wir müssen dazu kommen, dass atomar abgerüstet wird, dass konventionell abgerüstet wird. Das ist das zentrale Thema der Zukunft. Zweiter Themenkomplex ist die Frage, warum sind wir so wenig? Wir müssten mehr sein. Nochmal zurückgedacht, 90er Jahre. Mitte der 90er Jahre, 94, 95, 96, haben wir uns da auch die Frage gestellt. Da waren wir noch viel weniger. Da war Bosnienkrieg in Europa. 200.000 Tote.
Was haben wir da gemacht? Aber da, waren die da waren wir gelähmt. Da wussten wir nicht, was wir machen sollten. Was ist daraus geworden? Große Demonstration in Berlin beispielsweise am 15.02.2003. 500.000 mindestens auf der Straße. Das heißt, das Potenzial an Menschen auf die Straße gehen zu wollen, sich äußern zu wollen, aktiv zu sein, ist in dieser Gesellschaft da. Nur im Moment nicht. Und darum müssen wir darüber nachdenken, warum das so ist und wie wir es ändern können. Und da ist Analyse das zentrale Thema. Wir müssen gründlich analysieren. Ja, ich möchte auch in der guten Kürze, also in wenigen Sätzen sagen, was ich jetzt zu der Diskussion noch hinzufügen möchte. Erster Punkt, es wurde vorhin schon mal gesagt, Russland ist genauso eine kapitalistische Macht wie andere. Wir leben in einem neuen imperialistischen Zeitalter, wo nicht nur Großfirmen und Wirtschaftsverbünde miteinander konkurrieren, sondern diese auch jeweils gestützt auf Staaten sind. Oligarchen, genau. Ja, die gehören da dazu. So, und insofern ist meines Erachtens tatsächlich die Zeit des Unilateralismus, wie jetzt noch in einem großen Teil der bürgerlichen Mainstream-Wissenschaft so hin und her diskutiert wurde vor 10 Jahren, die Zeit ist mit den Kriegen in Afghanistan, Irak vorbei, dass die USA die unilaterale Macht sind. Wir haben es mit etwas zu tun, was dem ähnelt, was früher in Europa Konzert der Mächte genannt wurde. In diesem Konzert sind die USA nach wie vor primus inter pares, also die stärkste Macht, sowohl was die Wirtschaftskraft als auch was die militärische Macht vor allem betrifft. Aber von Paul Kennedy wissen wir ja, dass es nicht möglich ist, auf die Dauer eine militärische Übermacht aufrechtzuerhalten auf der Grundlage einer schwindenden ökonomischen Basis. Und insofern liegt es in der Logik dieser Konkurrenz, dass China schneller aufrüstet als andere Mächte, aber immer noch vergleichsweise wenig im Vergleich zu ihrem gesamtwirtschaftlichen Potenzial. Und die EU steht da als imperiale Macht dazwischen und entwickelt keine eigene militärische Macht, sondern liest die sozusagen bei den USA und bei der NATO. Das ist der Witz. Da muss man dann zuweilen irgendwie Gesten der Unterwerfung einüben, um so zu tun, als würde man sozusagen gehorchen und in Wirklichkeit die anderen dazu zu bringen, das zu tun, was man selber möchte. Zweiter Punkt, Europa, also das, was ich jetzt sage, wird manchen vielleicht etwas eigenartig berühren, aber ich gehöre zu den Leuten, die sagen, man muss mit Bordell und Wallerstein und anderen ganz tief in die Geschichte gucken. Und dann gibt es sozusagen Kultur und Religion als Grundlage auch von Wirtschaftssystemen, Weltwirtschaftssystemen, die untereinander abgrenzbar sind. Und der europäische Spalt ist der, der durch die Teilung des Römischen Reiches hergestellt worden ist, in den Kaiser im Osten in Byzanz und den Kaiser im Westen in Rom. So, und das Kaisertum nach dem Ende des Weströmischen Reiches wandert das westliche Kaisertum erst ins Frankenreich, dann bis 1806 zu den Deutschen und nach dem Ende von Byzanz, 1000 Jahre später, 1453, wandert dann die Krone nach Moskau. Das ist das Wesen des Bruchs, der auch religiös grundiert ist durch den Unterschied zwischen der orthodoxen Kirche und der Westkirche mit Rom im Zentrum. So, und dann ist der zweite Punkt bei einer solchen welthistorischen Betrachtung, die Expansion geht immer von den Rändern, weil im Zentrum ist die Macht und auch die Wirtschaftskraft verdichtet, die Bevölkerung ist dichter und so weiter und so fort. Und an den Rändern, dort geht die Expansion nach außen. So nachdem nach dem Fall von Byzanz sozusagen die Wege, wie die Gewürze nach Europa kommen, die alten unterbrochen sind, fahren die Portugiesen übers Meer, um die Gewürze auf einem anderen Weg zu holen. Und damit beginnt dann die westeuropäische Kolonisation der restlichen Welt. Und die Russen machen ihre eigene Kolonisation in die für sie offenen Räume in Richtung Osten, bis sie dann in Vladivostok ankommen. Und dann haben sie natürlich Teile Zentralasiens und so weiter erobert. Und insofern ist natürlich das, was die Moskauer Eliten jetzt durch das Ende der Sowjetunion, den Verlust der Elite erfahren haben, für sie ein Problem. Der berühmte
bundesdeutschen Dienst in der Westen im Allgäu gelobt wurde als Freiheitskämpfer, hat nach dem Zerfall der Sowjetunion als erstes gesagt, na jetzt sieht ja Russland so aus wie zur Zeit von Ivan dem Schrecklichen. Naja, also unter der Perspektive des russischen Nationalismus muss man das so zur Kenntnis nehmen. Letzter Punkt, also die großen Mächte haben immer ihre Agenten gehabt. Die Chans, Persien, die Engländer, die Franzosen, ja, also Lawrence of Arabia reitet alleine in die Wüste, kommt mit einer Armee zurück, das muss man erstmal nachmachen. Und insofern ist auch ganz normal, dass die großen Mächte von heute ihre Agenten überall haben. Aber die Agenten alleine machen natürlich nicht die Geschichte, sondern die sind immer Teil von Auseinandersetzungen. Die deutschen Agenten im Mittleren Osten waren immer etwas dümmer als die anderen. Persien und so im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, die russischen oder die sowjetischen waren auch nicht immer unbedingt besser als die Eingewöhnten aus dem Westen. Das ist eine andere Frage, wenn man dann so die Geheimdienstgeschichte macht. Aber es gehört einfach zu dieser Machtpolitik dazu, dass es diese Dimensionen gibt. Das ist aber keine Besonderheit der Amerikaner von heute oder so. Also 9-11 will ich jetzt nicht diskutieren, da gibt es unterschiedliche Thesen. Andreas von Bülow hat schon 2002 ein Buch darüber geschrieben, dass der Bush selber das hat anzetteln lassen, um den Vorwand zu schaffen. Also das will ich jetzt nicht diskutieren, das ist nicht unser Thema. So, ganz herzlichen Dank allen für diesen großen Bogen, den wir heute Nachmittag noch weiterspannen werden. Jetzt habe ich eine wirklich